So, jetzt hier herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim Together Modus. Hier mit Julia und mir und da ist eine Spinne. Geh da mal hin. Riesige Frostspinne. Ey. Nicht frosten. Du bist vergiftet worden. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, was das denn für ein Gift war. Nichts Stabiles, alles raus. Schon. Deine Fackel an. Ach, ein Skelett. Mit 5 Gold drin. Und eine Truhe. Mit 19 Gold. Ach, schwarz zu sehen stehen. Ich hoffe nicht. Ich geh wieder in die Mitte. Siehst du mich? Ich habe eine Fackel an und eine Flamme. Mitte von was? Ich bin hier. Ach ja, ich bin hier schon einen Schritt weiter. Ach so, aber jetzt siehst du mich. Ach, da bist du, ja, genau. Hier war eine Spinne, deswegen habe ich kurz an dem Loch. Das war mir so seltsam. Mhm. Und dahinter war eine Truhe mit schwarzen Seelensteinen. Also hat sich gelohnt. Cool. Ja, die sind nicht ganz einfach, die schwarzen zu kriegen, ne? Mhm. Hier geht's wieder hoch, ne? Oder? Und die brauchen wir ja zum Vampir. In dem Seelenwelt-Dingsbums. Da gab es solche Steine, da konntest du irgendwas reinlegen und dann wurde ein schwarzer Seelenstein raus. Das war cool. Ja, genau. Warum würde jemand hier lagern wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ja, Fischfutter wahrscheinlich. Oder Vampirfutter. Hier liegt doch so ein Bretone rum, du kannst doch mal kurz. Schwarzfallenhöhlen-Notiz. Man kann die auch wiederbeleben, einfach mal kurz. Fragen doch mal. Hier kommen wir. Von wo kommen wir? Von hier oder von da? Von Süden kommen wir, ne? Ja, von Süden. Von da kommen wir, von da unten. Ja. Also wir könnten jetzt hier lang gehen. Und da hoch. Müsste er auch gehen. Oder? Hm. Also hier gehen wir weg vom Dings. Ja. Ich glaube, da geht's ja raus, oder? Das ist durchaus möglich. Oder es ist hier einfach zu Ende. Ja, ist zu Ende. Nee, hier geht's rechts weiter. Das ist eklig, das Ding. Ich glaube, hier geht's da raus wieder. Ja. Lass uns runtergehen wieder, auf die Kreuzung zurück und dann... Da wo die Leiche. Nee, oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach nee, da müssen wir runter. Nee, Richtung Süden sind wir hier gekommen. Warte mal, kurz. Oh. Gut, dass ich es ausgelöst habe, siehst du? Ja, ich habe nämlich den König der Druckplatten dabei, da muss man aufpassen. Da war bei Resident Evil, da haben wir so, da habe ich mit der Dings, damals mit der Mutti, da haben wir so lange rumgemehrt. Auch so eine Begebenheit. Eine Druckplatten-Sache. Schreck mich nicht so, Mann. Kommt da aus der Ecke. Hey, mal im Kreis laufen. Mhm. Für 2,50 Mark. Bleibt wachsam. Jo, mache ich, Serena. Danke für den Tipp. Wir bekommen meistens Probleme, wenn wir irgendwo reingehen. Ja. Spoiler Alert. Da drüben ist was. Rechts ist so ein Troll, so ein aber gepanzerter. Der ist hundertprozentig gepanzert. Das ist einer von den Vampir-Trollen, oder? Nee, ist ein Troll. Troll. Der war easy. Ein Troll. Level 14. Und noch einer. Sehe ich ja nicht mehr, leider. Immer noch nicht, echt nicht? Nee. Puh, sehr schwierig. Und irgendwie Updates nicht drauf. Wie ich dich kenne. Nö, updaten tue ich nicht. Ja, vielleicht ist da was. Wenn mir keiner sagt, dass ich updaten soll. Okay. Wo früh du aufstehst, dann isst du erstmal was? Ich guck doch nicht. Vergessen, ich schreib dir denn eine Nachricht. Ich guck doch nicht bei 30 Milliarden Mods.
bei jedem, ob ich ein Update, ob es ein Update gibt. Nee, da gibt es gibt's so eine Funktion, da kannst du dir nur die Updates anzeigen lassen. Echt cool. Muss auch ein bisschen mitdenken, weil dann manchmal wird auch das als Update angezeigt, was gar kein Update ist. Aber es ist ja auch mein Platz. Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Was ist das? Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Gelebor. Klingt, jetzt klingt es wie ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Auriel, ja. Gelebor. Das klingt wie Herr der Ringe. Ohne Witz. Mhm. Kann ich dein Blut abschaffen? Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Ach so. Willkommen im großen Dom von Auriel. Okay. Diese Höhle ist ein Tempel von Auriel. Auriel, Alkosh, Auriel. Akatosh. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Okay. Sind gut Schneeelfen. Oh, guck mal, der sieht auch aus wie ein Elf. Den zapf mal an. Ich habe auch schon überlegt. Schneeelfen? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die ich dachte, die waren alle ausgestorben. Die Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ach so. Ach krass, ich wusste gar nicht, die noch leben. Dass diese, also die. Glaubt ihr, ihr wisst, warum wir hier sind? Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch, auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Weil was sonst? Was brauchst du? Seelenhülsen, oder? Was für eine Art von Hilfe benötigt ihr? Habt ihr denn eine Wahl? Woher wusstet ihr das? Woher wusstet ihr das? In den tausenden von Jahren, die ich dem Dom als Wächter gedient habe, gab es keinen Besucher, der aus einem anderen Grund hergekommen wäre. Sie bitten um Auriels Bogen und ich bitte sie um Hilfe. Das ist vielleicht mag ich die Pommes passiert, hier unten. Dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Was für eine Art von Hilfe, eine Art von Hilfe braucht ihr denn? Ich muss Virtua töten. Meinen Bruder. Okay. Was ist einfacher als das? Warum soll ich euren Bruder töten? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Hm. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Hm. Habt ihr nicht, euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Sehr gut. Also wisst ihr noch nicht einmal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Hm. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Okay. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Okay. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Okay. Ja, lasst es mich euch zeigen. Was ist denn ein Wegschrein? Okay, will uns irgendwas zeigen? Sei mehr als solches. Ja, cooles also Ding. Die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Die Mantren? Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte,
erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bogen töten und Ariels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Ziemlich bescheuert. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Okay. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen. Und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Okay. Oh, wie viel Wegschreien wird es denn noch geben da so? Insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Alter. Okay. Diese Höhlen müssen riesig sein. Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Toll. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Natürlich nicht. Okay. Mhm. Muss ihn also an jedem Wegschrein auffüllen. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Okay, ich breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Okay. Hat er denn noch irgendwas zu... Überlebe? Dachte ich mir schon. Oh Gott. Das ist nichts Neues. Auriel über euch wachen. Die nächste Aufgabe ist, überlebe die Schwarzfallpassage. Toll. Ja, geile Fragen? Dachte ich mir schon. Nee, wir brauchen keine Fragen mehr. Okay, wir müssen jetzt erst mal schon auffüllen, oder? Wir kommen jetzt dort durch das Portal auf jeden Fall. Ja. Ah ja, bin durch. Also es lädt. Oh Mann. Das war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Das stimmt. Aber irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Vampir, der sich wärmer anfühlt. Immer krank. Diese pinken Dinger sind ja cool. Ja, die machst du Licht aus, wenn die alle sammeln, so. Die hauen ab, wenn man näher kommt. Ah, cool. Das ist wie Licht, ne? Hm. Oh, das ist für dich. Deine Kumpels. Wie ich die Dinger hasse. Ja, die sind echt eklig. Taurusjäger. Die haben Angst. Hm. Die armen kleinen, ekligen, rosa Dinger. Palmer. Oh, Blut abnehmen, geil. Zack, Palmer Blut. Oh, du Sack. Sorry. Ich mache einen Tod und du nimmst Blut. Oh, ich kann auch Blut abnehmen. Sehr gut. Hier ist noch einer. Ah, aua. Hier ist noch einer, wenn du brauchst. Aber brauchst du wahrscheinlich nicht. Ja, das brauchen wir ja nicht mehr. Okay, der hat mich mit irgendwas vergiftet. Den nix. Das sind die Schaurus-Dinger, die gehen mir so auf den Kranz. Ekeliges Zeug. Warte, ich muss mal Kerzenschein machen. Ich muss mal mein Ding aufladen. Ich muss mal gucken, ob es da eine Mod gibt. Dieses Kerzenschein verlängert oder wo es einfach immer anbleibt, fertig. Und das Licht nicht so unnatürlich aussieht. Zaubertrank der Wasseratmung heißt es, wir müssen hier durchs Wasser schwimmen gleich. Kommt das scheint fast so, als müssen wir dort durch dieses Loch durch, oder? Ich denke auch, ja. Hast du einen Zaubertrank der Wasseratmung? Weiß ich nicht. Nur sicherheitshalber, weil ich waren 2 Stück hier drin, in dem Trankmischbeutel.
Nicht, dass wir den brauchen. Elixier der Wasseratmung und Essenz der Wasseratmung und Wundertrunk der Wasseratmung. Ja, genau. 45 Sekunden, 15 Sekunden, 60 Sekunden. Immer den untersten. Zaubertrank des Wasser. Nee, das Wasser wandeln. Nur möglich über Wasser zu gehen. Achso, der Jesus-Mod. Zaubertrank der Wasseratmung. Incoming. Kerzenschein. Da müssen wir da tiefer tauchen, als wir können, weißt du? Sonst würde es ja nicht. Aber hier unten ist gar nichts, so lustig. Hm. Du was gefunden? Mhm. Bei mir auch nicht. Doch, hier. Da ist eine Höhle. Ein Gang. Auf halber Höhe. Ach so, alles klar. Warte. Ah ja, jetzt sehe ich's. Ha, Schaff. Geschafft. Tolle Sache. Nach oben wieder, oder was? Ja. Hier ist ja wieder Forest. Guck mal, hier gibt's Licht. Kampf. Sehr geil. Oh. Cool. Und Geldbeutel. Guck mal, hier gibt's Geldbeutel. Hm. Geht nicht das Licht aus. Tja, hier geht's aber nicht weiter. Echt? Ja, siehst du irgendwas? Hast du das Spiel ver... Oder es war nur ein Zwischending zum Atmen. Vielleicht brauchte man diese Lichtblüten? Oh Gott. Ich hab die jetzt eingesammelt. Guck mal, wenn du auf die Minimap guckst, ist hier zu Ende. Und von dieser runden Höhle müsste noch ein Gang abgehen. Also noch ein Gang trinken. Also wieder durch oder was? Wo wir hergekommen sind, was denkst du? Ich denke schon, ja. Aber scheinbar muss da noch irgendwo ein Gang sein. Ach, erstmal den Gang wiederfinden. Na, das ist das einzige viereckige Bilde. Ich bin wieder im Raum bei Serena. Wo sind wir hergekommen? Hier oder was? Ne, hier sind wir nicht hergekommen. Hier geht's lang. Du musst wieder in den Raum von Serena. Ich glaube, das war nur. Das war nur wegen den Lichtblüten, glaube ich. Was? Hier bist du, da bist du. Komm mit. Hier durch. Hier sind wir nicht hergekommen, weil hier ist auf einmal jetzt so eine Falle. Ja, hier sind wir nicht hergekommen. Hier ist eine Falle, guck. Hm. Und? Die kann man nicht auflösen. Aua. Toll. Mal drüber hüpfen. Aua. Hm. Aua. Das wird euch eine Lehre sein. Hm. Klugscheißerin. Wenn man die Dinger gleich erschlägt, kommt nämlich nicht so ein Viech raus. Ach so. Was ist das für ein Ding? Das ist ja eklig. Eine Werkbank auf aus Ekel. Das sind Chaurus Eier. Da kommen diese Viecher dann raus. Wenn du die nicht erschlägst. Ach so, ja, das ist klar, aber nie diese Werkbank, die hier steht. Ach so, ne, das ist nur Falmer-Ding. Ja. Eklig. Den ihr Zeug ist, das sieht doch immer alles so organisch aus, was die bauen. Hm. Ekelhaft. Sieht so aus, als wollten diese Falmer hier bleiben. Wer ist da? Falmer. Die können hier bleiben, aber nur als Leiche. Ja, gell? Oh. So, der gehört zu uns, deswegen. Ah. Serena. Er hat's wiederbelebt. Der müsste anders gedingst sein, irgendwie. Einen besseren Schein drumherum oder so. Oh, Schattenmeister, Alter. Ein guter Tag für euch.
Ja, kratz dich erstmal am Rücken, ist das geil. So. Beim Wasserfall geht's bestimmt weiter. Links daneben. Nee, das ist zu Ende. Hier ist Palmer, wenn nicht. Hier geht's weiter. Hinterm Wasserfall. Ja, das sieht richtig aus. Oder wir laufen nur im Kreis. Nee. Hier waren wir noch nicht. Gegner, ja. Woher seid ihr gekommen? Das ist auch mal eine komische Frage, die da stellt. Das stimmt. Woher seid ihr gekommen? Es gibt eine Mod, die ist ein bisschen verbessert alles, das ganze Gespräch. Aber die gibt es nur in Englisch. Der Schleicher, den habe ich umgebracht. Ist das der Typ? Nö. Das ist eklig. Ist der da? Ich weiß nicht, wo du noch bist. Achso, da. Nee, ich war gerade fast tot. Achso. Kann ich nicht hell sehen? Achso, hell sehen brauchen wir nicht. Wir brauchen Kerzenschein. Da oben. Lootest du die Kiste da unten? Die habe ich gelootet, aber dabei wurde ich von irgendwas geschlagen. Hä, wie komme ich denn da hoch? Bin ich doof? Den Berg und dann. Ah ja, genau. Das ist ja gemein, Alter. Sehr gut. Das, wo du die Kiste aufmachst, geht da oben, wird eine Falle ausgelöst. So, Serena ist hier. Julia kommt da. Ja. Bläh. Ein paar Tränke. Das klingt auch alles so eklig. Die Tore, wenn die aufgehen und so. Ich wusste es. Das wird doch ein. Das ist richtig toll, bei mir stehst du immer nur rum. Echt? Das sieht aber nur so aus. Wir müssen unbedingt diese Animationsmod bei dir drauf machen. Die brauchen wir im Winter dann eh wieder. Für die. Im Winter? Ja, für den Weihnachtsmod. Ich glaube nicht, dass wir da dieses Jahr noch fertig werden mit dem Spiel. Dass wir dann am 31. Oktober eine Jubiläumsfolge machen. Ja, irgendwie. Wieder den ganzen Tag. Ein Jahr. Wie beim ersten Mal. Was? Ja, schön. Komm, mach. Da haben wir ja einen Tag lang komplett durchgestreamt oder zwei Tage. Also mehrere Stunden auf jeden Fall. Wo du Urlaub hattest, ja. Als Urlaub. Ja, Mann. Woher seid ihr gekommen? Oh, Alter, was ist das denn? Guck mal hier. Krass. Was für ein Tief. Kann ich mal anders stunnen? Palmer-Kriegs-Hetter. Mit aber voll Tank hier alles. Geil. Wäre Palmer-Rüstung. Nice. Ja, also Bumsschwerter nur. Jetzt noch. Noch ein, zwei Mods, die ich dann ausholen würde wollen. Also Best-Mods, wenn wir dann durch sind. Soweit. Können wir es mal als Special machen, weißt du, wie Behind Skyrim. Das soll ganz geil sein. Oder The Forgotten City soll auch richtig gut sein. Das sogar, teilweise haben die Mods sogar richtige Preise gewonnen, ne? Ich ja so diesen der Buff da, oder wie der heißt, für die Schriftsteller. Hat der
Der Forgotten City, der hat ja den gewonnen, 2016. Cool. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da ist, kann man auch echt krass erweitern, das Spiel. Es ist halt nur die Frage, wie dann, wo wir uns darauf dann einigen. Vielleicht lassen wir die Sprache auf Englisch, aber die Untertitel auf Deutsch. Das wäre, glaube ich, das der beste Kompromiss. Ich habe, weiß nicht, ob du dieser, oh, hinter dir. Ach so, nee, das ist so einer von uns, der Schaurus. Ich muss, glaube ich, mal den Schwarzmarkt gleich spawnen. Weil ich finde diese Übersetzungen auf Deutsch sind ganz nicht schlecht. Aber man merkt das halt einfach, dass es nicht kein Menschen sind. Und bei den Amerikanern oder den Engländern Englisch, da gibt es so viel, weiß ich nicht warum, aber da gibt es richtig, also die synchronisieren das richtig, gell? Das ist richtig. Keine Ahnung warum das bei uns nicht so ist, aber. Weiß die Community größer, habe ich mir so gedacht. Wirklich, ja. Durch den Wasserfall bist du auch durch, oder? Ich bin durch den Wasserfall durch, ja. Ja. Ach, da bist du also. Aber da ist nichts, also. Hier geht's scheinbar irgendwo hin. Ja, ich bin hinter dir. Halt auf, vor dir. Halt auf. Ja, ich hab das. Du musst die Flamme ausrüsten und dann mit der Flamme oder so. Nee. So, ich kann zwar auch so aktivieren. Das ist safe. Oh. Danke, Serena. Oh. Die ist so blöd teilweise, die Follower. Nee, wir sind alle drüber gehüpft und die ist durchgerannt. Aber ich hatte den doch eigentlich aktiviert. Ja, gut, das wird nur. Gilt das dann nur für mich? Ich denke mal, ja. Das ist endseitig. Wo seid ihr denn? Ach, da. Ich bin ja noch am Hochlaufen oder runter. Weiß nicht, was da unten ist, alles noch. Gehen wir hier hinten rein, hier ist noch ein Trankmischbeutel und ein Skelett mit einem Gold. Wow. Ich habe hier ein Skelett mit 9 Gold. Wow. Hey. Ja gut, ist schon okay, kann ich hier das Skelett 20.000 dabei haben. Wie bei der Misty-Mod, gell? Ich krieg einen Brief. Ich stehe mit Misty im betrunkenen Dingsbums. Ich krieg einen Brief. Dann dreht er, ja, ich brauche eure Hilfe. Ganz wichtig. Kriegt dafür 20.000 Gold. Ich sag, eine Quest mit 20.000 Gold, wie geil ist das denn? Hier geht's nicht weiter. Oh, das Ende vom Lied, gell? Bin da hingekommen, da war das eine alte Frau. Und ich so, ja, hier, 20.000 Gold. Und sie so, ja, ich hab kein Gold. Du kannst ja mein letztes Hemd haben. Und da habe ich gesagt, dann gibt dein letztes Hemd her. Und dann hat sie mir ihr letztes Hemd gegeben. Ah. Oh, was ist denn das? Ich tu mal ganz kurz den Dings. Warte mal kurz, bitte. Säbelzahntiger. Ihr scheint nach einem Handel zu lechzen. Ich hab grad einen Händler hergerufen. Ich kann es kaum erwarten. Oh, geht die mir auf den Nerv. Die ist bei mir. Ja, aber die sagt, als zu woher seid ihr gekommen? Achso. Ich hab keinen. Bei mir ist er nicht da. Steht genau vor mir. Bei mir nicht. Das tut mir leid. Wie weit ist das denn hier noch? Ist offen. Ja, auf Mann. Okay, soll das mal reichen? Bis ihr mich wieder herbeiruft. Kettenzüge und Fallen. Was immer sich auf der anderen Seite befindet. Palmer wollten, dass es dort bleibt. Ich habe hier irgendwelche Fallen zum Auslösen. Ah, guck. Ja, du musst erst den einen und dann den anderen ziehen. Ich bin schon durch. Ja, ich bin neben dir. Oh. Boah.
Also, den müssen wir jetzt noch durchziehen hier, dann müssen wir raus aus der Höhle wenigstens wieder. Was ist denn das für ein Ding hier, sag mal? Wir haben noch nicht mal ein so ein Ding erreicht, ne? Ich glaube, das wird nichts. Ja. Ich glaube, wir werden es gar nicht schaffen jetzt. Endlich mal. Fünf Stück, ja. Was für eine große Quest, das war doch beim Vampir nicht so, oder? Das weiß ich nicht. Meinst du, das ist gut, dass du da gerade machst? Ich sammle Giftblüten und jetzt. Lette Gift auf. Die Luft. Ja, genau. Mein Typ hat gerade gehostet. Hab's gehört. Ja, ich habe oben Debuff hier. Echt? Hm. Was? Vergiftung. Ach, guck mal, ein süßes Rehchen. Ist gerade durchgefallen da irgendwo. Nö, ich bin nur runtergehüpft. Ach so. Oh, es rennt weg von mir. Sieh mal, wie total süß das Reh, eklig. Ja. Das leuchtet. Was ist das für lustige Grün, Tür? Mann. Ja. Ja, mega. Ich fühle mich wie bei Ark Operation ein bisschen gerade. Geht's hier hoch? Nee. Quatsch. Wir müssen da beim Reh, glaube ich. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Giftblüte. Hast du was da hinten? Da geht's hoch. Ich komme nur nicht aus dem Wasser raus. Bist du aus dem Wasser? Aber ja, da kommen wir doch her, oder? Ich weiß es nicht. Geh doch hier hin. Ja. Stimmt. Hier? Also hier kommen wir her. Ne, dann müssen wir mal auf die Minimap gucken. Geh mal hier hoch. Und irgendein Gang, den wir nicht gesehen haben. Hier geht die Brücke weiter. Ne, links geht's weiter. Ach, da drüben. Kommen wir doch her, oder? Was ist denn das für ein Tier? Auch wieder ein Säbelzahntiger. Der hat die Rehe getötet, wie schön. Arschloch. Ja, dafür stirbt er jetzt. Talreh. Ein bisschen vor wie bei Aberration hier, ohne Witz. Aber hier oben sind noch zwei. Und hier ist auch ein Tunnel. Und ein toter Säbelzahntiger. Kommen wir da her, sag mal? Wir kommen her, alles klar. Da kommen wir her, ja. Hm? Okay. Ich bin jetzt hier oben. Da steht ein Geist, sehe ich von Weitem. Ich würde mal hier da warten. Das. Naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Siehst du mich? Hm, ich glaube, ich sehe es. Über die Brücke, ne? Genau, auf der anderen Seite, ja. Das müsste klappen, wenn ich jetzt hier runter gehe. Ja, genau. Da geht's lang. Das ist stimmt der Geist. Ja, der erste. Ja, dann gedacht, von dass da 70. So ein. Genau. Genau, der Prädikat oder Prariat oder irgend sowas. Prärat, ja. Genau, Plagiat. Ja. Abgeschlossen. Überlebe die Schwarzfallpassage. Fülle den Wasserkrug des Initiaten. Das sind wir. Quatsch nicht so, ihr Drechselt. Morgen. Bist du da? Ich bin hier. Hallo. Willkommen. Ich würde gern Wasser holen. Dies ist der Wegschrein der Erleuchtung. Wir haben auf der richtigen Welt kein Wasser mehr. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Mir ist nichts lieber als das. Ja. Dann empfangt Auriel. Gib mich das Geschenk, mein Kind. Gib mich das Geschenk. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Hm? Mach ich. Ja, das war's, mach oder? Mach auf. Mach auf den Eimer. Wasser schöpfen. Nee, ich schöpfe jetzt. Eins von fünf. Und hat für mich mitgezählt. Schön.
eine Sache, die mal klappt hier. Im Scheißladen. Ab durchs Portal. Da war ja nix, oder? In der Welt da. Nö. Wow. Sind ja nur 5. Da geht's ja. Yay. Was, gell? Wie komplex? Ja. Und das ist ja nur ein DLC-Dorn dort, gell? Ja, wir beeilen uns. Wir machen so viel, wie wir schaffen. Und den Rest lassen wir stehen einfach. Ist halt einfach so. Ich kann es auch nicht ändern jetzt. Vielleicht ist nochmal Zeit die Woche, Stunde abends irgendwie. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Wenn ich dann halt Freitag den... mal gucken. Ja, oder Montag dann. Ja. Ich hoffe, ich habe noch so viel zu tun in meiner alten Bude. Ach so, ja, stimmt. Ja, Ende Juli abgeben. Umzug ist ein Arschloch. Wenn Umzug ist, oh, dann bin ich immer grundsätzlich krank ausmacht. Hölle. Ja, ist halt doof, wenn es dein eigener ist, ne? Ja, gut. Du kannst ja dann nicht 2 Monate krank sein. Die Wohnung muss ja trotzdem fertig werden. echt kacke. Huch! Pass auf, kann ich rein. Oha. Ich glaube, da komm mal her, wo du jetzt reingefallen bist. Du musst wieder nach links gehen. Da kommen wir, glaube ich, her, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hier waren jetzt ein bisschen nach links. Hier unten ist ein Gang auf jeden Fall. Genau, vielleicht bist du auch richtig und ich falsch. Hier sind 2 Tunnel. In 2 Richtungen kann ich hier gehen. Ich bin im vergessenen Tal. Komm mal runter. Aber das ist doch der Dings hier, Julia. Das Portal. Na, durch das Portal sind wir ja gerade gekommen. Aber guck doch mal auf die Minimap. Das ist alles noch unentdeckt. Wir waren hier noch nicht. Da, wo du jetzt reingegangen bist, ist, da geht's zum Portal. Da ist nichts zum Entdecken. Da sind wir hergekommen. Na, sind wir hergekommen. Das ist Hong. Wobei, nee, da sind wir ja auch nicht hergekommen, wir waren noch da oben. Na, auf jeden Fall ist hier unten auch noch ein Gang. Na, lass den mal lang gehen, ja, kurz. Wir haben ja Zeit. Ja. Nicht. Achso, hier geht's auch noch wieder hoch. Ah, und ich bin beinahe schon wieder runtergefallen. Ja, sehr gut. Du bist echt ein Niesbär. So, aber ob die Julia jemals hier oben ankommen wird, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.